Ja, guten Tag bei diesem Blick ins Labor. Die ideale Kombination, um die Frequenzerweiterung des Spektrumanalyses zu analysieren, ist nun zusammen. Wir haben einerseits den hervorragenden PNL Local Oscillator, den wir beim Mixer hier als Local Oscillator einspeisen, ohne jetzt viele Kabel und Adapter und Divider einschlaufen zu müssen. Hier der Ausgang zum Spektrumanalyzer und hier der Eingang des Signalgenerators. Der Vorteil ist, ich kann hier eine unabhängige Frequenz einspeisen. Ich brauche also nicht mehr irgendwelche symmetrische Tricks vom SMT03. Und das gibt dann auch ganz andere Werte und ein hervorragendes Ergebnis, was darauf deutet, dass sowohl der Mixer hier hervorragend funktioniert und auch natürlich der Local Oscillator seine Dienste hervorragend erfüllt. Das zur Vorbereitung, und jetzt zeige ich Ihnen rasch das Resultat. Es kommt wirklich sehr, sehr gut heraus. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was hier herausgekommen ist. Also wenn man jetzt die Adapter und Kabel und eingeschlauften Divider weglässt, dann gibt das ganz ein anderes und auch, man darf auch sagen, ganz hervorragendes Resultat. Hier kommen die guten Qualitäten des Mixers und auch der Vorteil des unabhängigen Local Oscillators zum Tragen. Wir haben hier folgende zwei Linien. Die pinkige Linie hier, das ist das Eingangssignal, die Referenz vom SMT03. Und die gelbe Linie ist der Ausgang des Mixers zum Spektrumanalyzer. Das heißt, hier haben wir die doppelte Frequenz und die zeichnen wir parallel hier auf. Man muss vielleicht korrekterweise sagen, ich habe hier einen Marker gesetzt. Der Marker ist auf 3,2 GHz. Die Spezifikation des Mixers ist 4,5 bis 9 GHz, also eigentlich ein bisschen weiter oben. Die Zentrumsfrequenz hier, Zentrumfrequenz ist genau 4, die ist hier. Das heißt, eigentlich nach Spezifikation arbeitet der Mixer erst ab hier eigentlich korrekt. Das ist nicht mal der Fall, also er schafft es sogar früher. Ich würde mal sagen, hier von dieser Frequenz hier, von dieser Markerfrequenz von 3,2 GHz bis zu 6 kann man durchaus ein ordentliches Signal auf der Zwischenfrequenz auskoppeln, also aus der IF des Mixers. Eine wunderbare Geschichte. Wir haben hier eine Bandbreite von 2 GHz, von hier bis hier. Startfrequenz ist 2 GHz, das ist, jawohl, die Startfrequenz ist 2 GHz hier, Marker 3,2, Zentrum ist 4 und jedes Häuschen hat dann eben 400 MHz, also hier 4, 3, 6, 3, 2 und so weiter, 2, 8, 2, 4 und hier haben wir 2, also Startfrequenz 2 GHz, ganz fantastisch. Und hier haben wir ein bisschen Wellen. Diese Wellen sind nicht ganz klar zuzuordnen. Es ist natürlich klar, auch der Verdoppler hat seinen Fehler. Ich kann den Verdoppler ja nicht unabhängig auf meinem Spektrumanalyzer testen. Hier, wer jetzt diese Wellen verursacht, ist nicht ganz klar. Aber immerhin, ich habe ein erweitertes Spektrum auf dem Analyzer. Ich glaube, das war das Ziel und es ist sogar relativ linear. Also man kann durchaus einiges messen mit dieser Vorrichtung. Eine hervorragende Kombination zweier Geräte, beide Geräte von Funkamateuren hergestellt. Einmal aus der Ukraine, der Local Oscillator, und einmal von Hartwig, der Mixer. Das zu den Resultaten, wenn man diese beiden Teile kombiniert und die Frequenzerweiterung des Spektrumanalyzers auf diese Art realisiert. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.